Servus Leute, herzlich willkommen heute zum FarmCon-Video mit dem Guassi-LP, dem Carvon. Meiner Wenigkeit, wir werden so ein bisschen die Eindrücke schildern von der FarmCon. Jetzt haben wir es ungefähr 10.10 Uhr. Ein bisschen dauert es nur, bis die FarmCon zu Ende ist, aber der wichtigste Tag war eigentlich gestern. Ja, fangen wir mal mit den Eindrücken. Thomas? Ja, Wahnsinn. Also die Eindrücke, die wir bis jetzt so mitbekommen haben, haben uns schon natürlich einer sehr euphorischen Stimmung getragen. Also wir sind auf jeden Fall gehypt. Wir haben so viel gesehen und schade, dass es ihr nicht gesehen habt. Wir können da nur selber darüber berichten. Ich merke gerade, dass meine Kamera piepst. Jetzt weiß ich auch, warum das piepst hat. Ist egal. Auf jeden Fall ist das halt eine extrem coole Geschichte. Hier insgesamt natürlich unter LS17 wird sicherlich den einen oder anderen extrem verblüffen. Ich möchte aber auch nicht alles sagen, sonst bleibt den Gorsi nichts mehr. Oder? Was hältst du von der Location? Die Location ist gemütlich, sagen wir es mal so. Es ist ein Event-Bauernhof. Ist zwar schade, weil man drin eine geile Event-Scheune hat, aber bezüglich der Leute, die gestern die da waren, die hätten drin nicht reinpasst, jetzt haben wir ein Zelt. Schade, aber natürlich auch wegen dem Wetter bedingt, hat man es nicht frei machen können, ist auch irgendwo verständlich. Aber sehr gemütlich da und sehr nette Mitarbeiter. Genau. So, was sie du? Ja, viele, viele Neuerungen. Ihr habt es ja eh schon in Facebook, wer es gesehen hat, durchgelesen können, was da alles so neu kam. Es sind auch sehr, sehr viele Sachen für Modder, für Mapper optimiert worden, die ja, einfach das Ganze sehr, sehr reduzieren vom Arbeitsaufwand, vom Zeitaufwand her. Es ist einfacher umzusetzen teilweise und vor allem die Fehleranfälligkeit ist doch minimiert worden. Und mein Eindruck vom Spiel, Thomas hat schon gesagt, mittlerweile bin ich echt gehypt davon. Muss ich wirklich sagen, ich freue mich jetzt riesig auf Ende Oktober, wenn dann das Spiel rauskommt. Und ja, mal schauen, ob ich an die gleiche Spielzeit drankomme wie jetzt beim LS15. Aber ich denke, ansatzweise wird es das definitiv. Das toppst du. Schauen wir mal. Ja, mein Eindruck sagt auch toll. Das ist so gesagt, ist mir ein bisschen anders vorgestellt, aber es ist wirklich top. Man wird gut verpflegt. Es ist echt top mit den Vorträgen. Das Zelt ist super. Wie gesagt, der Fluss ist oder der Bach ist in der Nähe. Also die Location ist top. Ja, zum LS17, Wahnsinn. Ich würde sagen, der LS17 steht unter dem Motto, viele kleine Sachen anstatt ein, zwei große Sachen. Es ist unglaublich, wie viele Punkte wir angesprochen haben auch noch und nachgefragt haben, die wirklich ja, so umgesetzt werden oder zumindest auch noch versucht werden umzusetzen teilweise. Wo man sagen, das sind Kleinigkeiten, aber insgesamt ist es Wahnsinn. Vor allem, muss ich sagen, das mit der Beleuchtung ist was so viel verändert. Vor allem nachts. Was wir heute jetzt noch gehabt haben, den Vortrag über Sound, über den Sound im LS17, das ist nochmal extrem. Der Sound wurde wirklich so von der Qualität extrem verbessert. Wir haben jetzt einen deutlichen Unterschied zum Indoor- und Outdoor-Sound. Wir haben jetzt verschiedene Geräusche für verschiedene Bodenunebenheiten oder verschiedene Bodentexturen, sagen wir jetzt im Gras oder auf dem Feld. Da hört man teilweise nur ein paar Unterschiede raus, also das ist wirklich super gemacht worden. Und auf Kieswegen hört man jetzt genau. Steine, also oder ein Steingeräusch, ein Kiesgeräusch. Also es ist wirklich extrem realistischer geworden. Sie sind aber immer noch dran. Also es wird immer weiter verbessert und gemacht und getan. Also da kommt immer noch mehr. Es ist noch nicht das Ende der Fahnenstange erreicht. Genau. Dann sieht man, mit der Gamescom wird sicherlich noch irgendwas kommen, weil sich jetzt dafür alles rauszuhauen, kann es nicht gewesen sein. Ich bin irgendwas aufgespart, aber ich bin mal gespannt, was es ist. Aber im Großen und Ganzen kann man echt zufrieden sein. Es gibt wieder einige Kritiker, die meinen, es wäre getan, wenn man einfach dem LS17 eine neue Grafik oder exorbitante Grafik bietet, aber damit ist eben nicht getan. Es ist zwar das Wichtigste, was optisch gleich auffällt, aber so viele Kleinigkeiten, die dann eben nicht vorhanden sind. Zum Beispiel schon im LS17 jetzt eben mit diesen Ballen, dass ich einfach verschiedene Objekte mit Hilfe des Ballenwagens transportieren kann und eben dann festmachen kann. Im Prinzip quasi wieder der Mod? URL-Script oder zum Attachen quasi, genau. Dieser Attach-Mod, genau. Diese Funktion hat man jetzt im Spiel integriert. Ballen umschubsen, im Prinzip einen Wald wieder sauber machen. Vom Forst hat man jetzt, muss ich sagen, so noch nichts gesehen, aber ich denke mal, dass da noch was kommt. Dass da vielleicht sich von den Fahrzeugen her noch ein bisschen was verändert.
glaube ich, einen kleineren Häcksler gesehen, den man gut bei Hand bedienen kann. Genau. Also wenn man sich jetzt wirklich einen kleinen Haufen macht da und am Hof irgendwo oder im Forst eben, ist ein, aber ein kleiner cooler Häcksler. Dann Handarbeit. Ja, das hat mir ganz gut gefallen. Also gerade die Geschichte mit der Hand, das habe ich ja schon beim Busch Object Mod gesagt, ist super genial. Ja, es ist, vor allem macht es halt den Einstieg mit einem kleinen Hof einfacher. Ich brauche nicht den großen Jens Häcksler und einen Gran und, sondern ich kann halt per Hand meine Tagesration an Hackschnitzel im Endeffekt selber machen, ohne jetzt die Riesenmaschinen kaufen zu müssen. Ansonsten, wenn ich es will, kann ich es mieten. Es ist jetzt implementiert, dass man mieten kann. Das sind einfach so Punkte, die früher per Mod abgewickelt wurden. Und ja, ich freue mich schon drauf, weil mein Mod-Ordner dann extrem viel kleiner werden wird. Und ja, es sind einfach viele Kleinigkeiten, Mario hat es gerade gesagt, die am Ende doch einen riesen Effekt haben, wenn man es genauer betrachtet. Man darf halt nicht einfach nur drüber schauen, ah ja, ist alles gleich, sondern man muss sich wirklich mal die Details ein bisschen genauer anschauen. Ja, ich finde ebenfalls, dass es eben wichtig ist, dass man nicht gleiche Urteil fällt, vor allem die es nicht gesehen haben, die jetzt nur die Neuerungen wissen. Vertraut uns, glaube ich, wenn wir sagen, wir haben eigentlich geflasht, wir haben jetzt nichts das erwartet, muss man sagen, was wir jetzt geliefert bekommen haben, oder? Ja, kann man eigentlich so sagen. Definitiv. Und ich habe weit weniger erwartet. Ja. Da ist der Eindruck wirklich positiv. Also wart's, was es zu Gamescom, wenn da irgendwann ein Ingame-Trailer kommt oder irgendwas, wenn ihr was Neues seht, aber urteilt bitte nicht vorschnell. Das bringt keinem was. Ja. Und letztendlich sehen wir was rauskommt am 25. Oktober. Termin wurde vorverlegt, wir haben zwei Tage. Genau. Dienstag ist das. Nicht der Donnerstag, sondern Dienstag. Genau, Dienstag am 25. Oktober ist Release. In Österreich ist da 26. Oktober, also Feiertag. Also Carbon Content es kommt am 25. erster Abend was, aber meistens wird es am Steam erst um 19 Uhr freigeschaltet. Hm? Da ist die ganze Woche durch, also es wird so viel machen. Ein kleiner Eröffnungsstream, oder? Ja, sowieso. Dass wir die Multiplayer-Synchronisation sehen. Ja, in der Hinsicht muss man sagen, gibt es leider immer noch nach wie vor eine Multiplayer-Synchronisation. Allerdings wird diese wieder, ja, ich sag mal, beschleunigt. Das wissen wir jetzt noch nicht, wie schnell es gehen wird. Und was ja nur ein Punkt ist, was das Modding betrifft, Mods sollen bereits ab Release zur Verfügung stehen. Wahrscheinlich auf Mod, habt ihr jetzt gemeint. Und einfach dadurch, dass wir eben die FarmCon jetzt haben und die ganz großen Modding-Teams hier sind und sich die ganzen Neuerungen anschauen, können die halt schon eher Mods fertig zimmern. Es soll möglich sein, das werden wir heute noch erleben, da werde ich vielleicht nachher noch ein kurzes Video machen mit einem Vortrag. Es soll möglich sein mit Hilfe eines Tools. Wer hat das entwickelt? Stefan Maurus, oder? Ja, der Stefan Maurus hat ein Tool entwickelt, mit dem er quasi die Fahrzeuge reinschmeißt in das Tool, jetzt mal ganz banal gesagt, man schmeißt den 15er Mod rein und hinten kommt der 17er Mod ohne Skripte natürlich, also ohne spezielle Skripte, kommt der LS17 Mod hinten raus. Das ist genial. Und dementsprechend, man muss natürlich dann noch Fehlerbehandlung machen, ganz klar, aber die Grundzüge von dem Mod als Standard sind schon mal komplett umgesetzt auf den 17er. Und somit ist natürlich soll die Konvertierung natürlich viel, viel einfacher gehen. Und ja, ich habe mitbekommen, sehr viele Modder oder Mapper auch sind schon dran an Maps, die wirklich erst zum LS17 kommen. Wir haben die SDK-Dateien bekommen für den 17er, also zumindest fahrzeugseitig. Wir haben den Giants Editor 7 bekommen, also alles Sachen, die uns im Endeffekt dann wieder entgegenarbeiten oder für uns arbeiten, dass wir das Ganze wirklich zum Release auch fertigstellen können. Ja. Na, da wird einiges auf uns zukommen und ich denke mal, das war es jetzt eigentlich so. Wir haben unseren Eindruck geschildert, nur einiges zu den Neuerungen erzählt. Ich denke mal, das soll es gewesen sein. Ja, macht es gut. Ciao und Servus. Ciao.